Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. Ach, ihr Lieben, ich habe jetzt eine witzige Idee. Und zwar habe ich gerade auf YouTube ein Video entdeckt. Da hat eine sich ein Video auf TikTok angeschaut. Ich bin ja nicht so der TikTok-Schauer. Und sie hat sich die Haare selber stufig geschnitten. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und das sah wirklich einfach aus. So, ich habe hier eine Schere. Ich habe hier noch eine Schere. Ich gucke mal, welche ich nehme. Und ich habe noch eine Filierschere. Vielleicht nehme ich die sogar. Ich guck mal, mit welcher ich das am besten machen kann. Und zwar brauchen wir eine Schere, wie gesagt. Dann brauchen wir ein Haargummi. Ich nehme mal das hier. Und eine Haarbürste. Und als allererstes müssen wir die Haare einmal von hinten nach vorne kämmen. Einmal gut durchkämmen. Beziehungsweise durchbürsten in meinem Fall. Mit dem Kamm komme ich nicht durch die Extensions. Und dann macht man sich hier ganz vorne so weit wie möglich an der Stirn. Ich glaube, ich nehme doch lieber dieses Haargummi. So weit wie möglich hier an der Stirn macht man sich einen Zopf. Der soll mittig sein. Müsste jetzt mittig sein, würde ich jetzt mal sagen. Hier sind noch meine richtigen Haare, die sind nicht so lang. So sieht's aus. Und dann fängt man schon mal an, hier zu schneiden, wie viel man weghaben möchte. Ich versuche jetzt mal die Effilierschere. Und wenn das nicht klappt, dann nehme ich eine normale Schere. So, ich schneide mir jetzt mal so viel weg. Ich sehe das gar nicht, ob ich schneide. Ich habe die ganzen Haare davor. Ja, doch. Das habe ich jetzt weggeschnitten. Ich weiß nicht, soll ich die noch kürzer machen? Ich überlege gerade. Ich glaube, ein bisschen noch schneide ich. So, noch ein Stück. Ich sehe nichts. Eigentlich schneidet man die ja hier drunter, ne? Ich habe die jetzt über meinen Fingern weggeschnitten. Man schneidet die ja unter den Fingern. Oh, ich brauche noch ein bisschen die andere Schere. Kriege ich sonst nicht hin. So, jetzt gucke ich mal, ob das gerade ist. Schneide noch ein bisschen gerade. So, das ist der erste Step. Dann macht man den Zopf wieder auf und nimmt sich dann von hier, wo die Augenbrauen sind, nimmt man sich die Haare. Also nur die, die von der Augenbraue, also bis zur Augenbraue gehen. Und den Rest dann nicht mehr. Aua, bisschen schwierig mit den Extensions. So, den Rest lässt man unten und die bürstet man sich wieder so nach vorne. Weil die werden jetzt nochmal geschnitten, damit man einen Stufenschnitt reinkriegt. So, wieder mit dem Gummi, die hier ganz vorne nah an der Stirn mittig befestigen. So. Und dann macht man das Gleiche. Dann schneidet man wieder hiervon ein Stück ab. Ich würde jetzt so viel abschneiden. Ich mache es jetzt mal mit der Effilierschere. So. Und zu guter Letzt, habe ich das jetzt gerade geschnitten? Gehe ich mal von aus. Bin kein Friseur, aber ich denke. So, und zu guter Letzt nimmt man sich, muss mal ganz kurz überlegen, hier vorne die Haare, nur die vorderen. Also sagen wir mal so wie so mittig bis hierhin. Also man fängt hier am Ohr an und macht sich hier nach oben einen Zopf. Ich sollte auch mal in den Spiegel gucken. So. Ich würde sagen, das wären die, also dass man hier hinten die Haare dann noch lässt. Ich glaube, ein paar lasse ich noch.
So, so, die Haare bürste ich mir jetzt nochmal nach vorne und mache wieder das gleiche Prozedere. Wieder einen Zopf mittig. Hoffe ich mal, dass es mittig ist. Sieht man so schlecht, wenn man Haare im Gesicht hat. So, und die schneidet man dann nochmal. Oh, ich kriege hier schon langsam Rückenschmerzen. So, dann schneide ich da auch nochmal so ein Stück ab. Ich weiß echt nicht, ob diese Effilierschere die beste Lösung ist. Aber ich dachte, die ist ja eigentlich ganz gut, die Haare auszudünnen und auch für Stufen. Ich glaube, ich schneide nochmal ein bisschen so mit der Schere ab. So, ich bin fertig. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das aussieht. Also, das war's eigentlich. Ich sehe auf jeden Fall im Spiegel schon mal Stufen. So, ich habe schon Rückenschmerzen bekommen. Geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich das auch im Spiegel sehen kann. Ja, ich habe tatsächlich Stufen drin jetzt, Leute. Krass, aber ich glaube, ich mache mir hier vorne noch ein paar Stufen. Aber das ist heftig, heftig, wie man einen Stufenschnitt hinbekommt, so easy. Das ist echt krass. Ich glaube, ich werde mir die vorne noch mal ein bisschen... So, guckt mal, Leute. Ich habe einen Stufenschnitt. Unglaublich, ich habe einen Stufenschnitt. Muss man da natürlich ein bisschen stylen, ne? Damit es besser aussieht. Aber ich glaube, ich werde hier vorne noch mal mit der Effilierschere... Moment, ich sehe nichts. Werde ich nochmal hier so wegmachen. Nur noch. So. Dann fällt das hier besser. Aber ich glaube, ein bisschen mehr. Noch kürzer. Ja, so ist das besser. Wie habe ich das Gefühl, sehe ich gleich aus wie Alanis Morissette. Ja, das ist gut. Das ist gut. Machen wir es noch von der anderen Seite. Spart man sich den Gang zum Friseur. Ist ja nicht so, dass ich jetzt das Geld nicht dafür hätte, ne? Darum geht's nicht. Ich wollte einfach mal gucken, ob der Trick funktioniert. Noch ein bisschen. Ja, das sieht schon besser aus. Ein paar mehr. Wenn ihr sehen könntet, wie viele Haare hier schon liegen. Aber ich finde das so auf jeden Fall besser. Hier in die Spitzen. Also so eine Effilierschere ist schon Geld wert, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall echt gut. Ja, finde ich, ist gut geworden. Like it. Ich habe Stufen drin, Leute. Und ich habe das einfach selber gemacht. Echt cool. Ja, könnt ihr gerne mal nachmachen, wenn ihr Bock habt. Ach, so viel Haare liegen hier übrigens jetzt rum. Oh Leute, wenn ihr das jetzt riechen könntet, na, also ihr wart doch bestimmt mal in eurem Leben schon mal in einem Laschladen. Und wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall. Ihr wisst, wenn ihr reinkommt, wie geil das riecht. Und so riecht das hier gerade auch. Ich mach mal kurz hier die Dinger, diese, wie nennen die sich nochmal? Wie nennen die sich nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wusstet ihr das eigentlich, dass man die bei Lush auch essen kann? Ich will die jetzt nicht essen, aber die kann man essen tatsächlich, weil bei Lush ist ja alles natürlich, sogar diese Auffülldinger hier. So, und zwar ist es die neue Magic of CBD-Reihe von Lush. Da habe ich jetzt nicht die ganze Reihe bestellt, sondern einmal die Badebombe. Die riecht richtig, richtig krass. Dann habe ich hier einmal so ein festes Massageöl bestellt. Da geht man einfach so über die Haut mit. Und das hinterlässt nochmal so einen ganz sanften Moment auf der Haut. Und dann habe ich mir noch so einen Stick bestellt. Das ist für die Schläfen. Und zwar, wie ihr schon seht, ist da CBD drin. Ne? Nicht nur CBD. Also CBD, wisst ihr ja, es beruhigt. Das ist ganz gut, wenn man das alles anwendet. Das beruhigt nochmal. Und da ist jetzt auch noch Ashwagandha drin. Ashwagandha beruhigt ja auch nochmal. Shiitake-Pilze sind drin. Und
Magnesium. Magnesium ist auch beruhigend, auch für die Nerven. Und es gibt von der Reihe noch ein Duschgel. Das ist halt auch ganz gut für die Tasche, auch zum Reisen, zum Mitnehmen. Wenn man mal so ein bisschen gestresst ist, kann man sich das an die Schläfen dran machen und dann beruhigt es. Finde ich auch eine ganz coole neue Sache von Lush. Ja, könnt ihr euch mal durchprobieren, wenn ihr im Lush seid. Das sind die Krawatten, die ich geholt habe bei Engbass. Die passt halt zu dem Anzug. Die ist einfach mal so ein bisschen was anderes. Und hier mal so ein bisschen spezieller. Und das ist der Anzug, der neue. Ja, ist immer so mit Sakko, Hose und Weste. Sieht echt schön aus. Und die Schuhe habe ich bei Deichmann, die kosten eigentlich 70 Euro. Aber die waren 40% reduziert. Ja, sieht echt schön aus, Schatz. So, ihr Lieben, der Picknick-Einkauf kam gerade. Da zeige ich euch den mal eben. Ich habe einmal ein Sixpack Gerolsteiner Sprudel bestellt. Ein Sixpack Eistee Pfirsich. Ein Sixpack Cola Zero. Dann, ja, für Ermin jetzt, wo er hier alleine ist, mal so Fertigbratkartoffeln, kann er die schnell machen. Kartoffelpüree, dann einmal ein Weichweizengrieß und eine Speisestärke. Habe ich jetzt für ein griechisches Gericht gebraucht, also für eine Nachspeise. Filme ich euch dann bald ab. Dann waren hier diese dicken Bockwürstchen im Angebot. Eine kleine Wassermelone, dann Spaghetti-Eis, Vanille-Erdbeerhörnchen. Die Knickknacks waren umsonst, weil ich da jetzt länger bei Picknick nicht bestellt habe. Eine Butter habe ich gebraucht, das war auch umsonst. Dann Joghurtte war umsonst. Und Rittersport war umsonst. Es war noch irgendwas anderes, ich glaube Knoppers umsonst. Aber ich habe dann eine Woche später bestellt und dann gab es die nicht mehr. Deswegen kam das dann halt nicht mehr an. Dann habe ich eine Aioli bestellt und Kräuterbutter in der Tube. Einmal Kokoschips. Ich muss mal gucken, wenn die nicht... Also eigentlich habe ich die für Pikachu bestellt. Wenn die nicht gesüßt sind, dann gebe ich ihm die ab und zu, so als Snack. Oder mache ihm vielleicht ein Eis damit, mit den Flocken drin, mal schauen. Aber ich muss mal gucken, ob die gesüßt sind. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Kohlenhydrate, davon Zucker 6,6 Gramm. Ja, ich gucke nochmal auf jeden Fall, wenn die gesüßt sind. Darf man die natürlich nicht geben, aber wenn die jetzt von sich aus Süße enthalten, dann ist es ja okay. Und einmal Plattpfirsiche sind das, ne? Plattpfirsiche. Genau, das war unser Einkauf. So, wir haben uns jetzt entschieden, für heute Abend noch diese Sachen aufzubrauchen. Natürlich hat gesagt, ich mache hier noch einen Bauernsalat mit Gurke, Tomaten, Frühlingszwiebeln, ein paar Oliven und Hirtenkäse. Das wird der Salat. Und dazu machen wir noch ein paar Pommes, weil wir hier noch ein paar Pommes haben. Und dazu essen wir jetzt hier die Würstchen. Berner Würstchen, wenn die nicht reichen, mache ich noch ein paar Bockwürstchen, genau. Dann haben wir das auch schon mal aufgebraucht. Und ich denke, bis morgen werde ich auch noch die Honigmelone aufbrauchen. Kartoffeln habe ich jetzt für Pikachu gelassen. Die kann der Ermin eben mit Hüttenkäse und sein Nassfutter untermischen. Ja, und ansonsten haben wir soweit alles. Das muss der einfach weg. Vielleicht mache ich die morgen noch. Mozzarella muss auch noch weg. Morgen fliege ich ja erst abends. Dann kann ich das morgen noch mittags kochen. Und ja, die Wassermelone müsste eigentlich auch noch gegessen werden, weil Ermin die nicht isst. Mal schauen. So, unser Bauernsalat. Ich würde es halt tatsächlich nur mit Salz. Olivenöl kommt da rein und ganz wenig Essig. Und ganz vergessen, Oregano auch noch. So, wir essen jetzt mal im Wohnzimmer. Den Tisch haben wir ja eigentlich nur für, wenn Besuch da ist.
Ja, wir dachten, wir essen jetzt mal hier bei M, guckt auf Fußball. Wer spielt denn? Schweiz gegen England. Ja, und Deutschland ist raus, ne? Gestern? Ja, leider. Ja, unser Essen. Pommes mit Würstchen. Der Ketchup ist so lecker, Leute. Was machst du? Versteht schon die Kommandos gar nicht mehr. Ja, Salat habe ich euch schon gezeigt. Guten Appetit. Oh, Leute, es ist so windig. Ich glaube, die Nacht, oder wir wissen nicht, wann das passiert ist, hier von dem Kasten ist das Ding weg und der Krug oben drüber ist zerbrochen. Dieses Ding. Ist das auf dem Boden? Also, das liegt auf jeden Fall hier. Aber bestimmt ist das ja. Guck mal, da ist ein Handfeger. Ich würde mal gern wissen, wann das passiert ist. Ja. Also. Krass, das ist einfach abgebrochen. Scheiße. Stell dich mal vor, da wäre jetzt jemand unten. Und dann wäre denen das auf dem Kopf gelandet. Mit diesem Napf. Mit diesem Vogel. Wie nennt sich das? Die Vogeltränke. Das ist echt gefährlich. Heftig. Da könnt ihr mal sehen, wie windig das war. Wir waren nämlich auch gerade mit Pikachu im Wald. Und es lagen überall Äste und Blätter auf dem Boden. Also richtig viel. Und übrigens, bei den Nachbarn sieht es jetzt so aus im Garten. Ich frage mich, was das werden soll. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Und ja, heute ist es soweit. Heute verreisen wir. Aber ich wollte dieses Kleid anziehen für den Flug. Und jetzt ist mir das gerade kaputt gegangen. Hier, der Träger ist hinten abgegangen. Ja, dann kann ich das jetzt nicht anziehen. Muss ich was anderes anziehen. Ja, ist gleich soweit. Wir fliegen ja heute. Unser Flug geht um 8:15. Unser Hotel ist das Alaie Hotel. Ich habe das vorhin auf Instagram gepostet und ich habe ganz viel Feedback bekommen, dass einige schon da waren und dass es ein wirklich sehr, sehr schönes Hotel sein soll. Da freue ich mich umso mehr, dass es schön wird, hoffe ich, dass es für uns auch so schön wird. Wir werden aber schon um 16 Uhr hier losfahren, dass wir um 16.30 Uhr die Bahn nehmen. Lieber früh, ne? Weil ihr wisst, was letztes Mal war mit Marokko. Es ist ja auch jetzt der zweite Tag vom Ferienanfang und deswegen wollen wir halt nichts riskieren. Der Flughafen wird voll sein. Deswegen fahren wir lieber ein bisschen früher und sind ein bisschen eher am Flughafen, ja. 16:30 Uhr nehmen wir die Bahn. Wir fahren mit der Bahn. Bei uns ist das nur 3 Stationen mit der Bahn entfernt. Deswegen fahren wir mit der Bahn. Erwin muss uns nicht fahren. Also da gibt man mehr als Sprit, an Sprit aus, hin und zurück, als wenn man mit der Bahn fährt. Und genau, 20 Uhr fliegen wir, 0 Uhr noch was kommen wir an. Jetzt stand da in den Unterlagen, wenn man nach 3:30 ankommt morgens, kann man erst um 14 Uhr einchecken. Also... okay, ich bin mal gespannt. Also ich will da jetzt nicht... Also weil vom Flughafen Antalya bis zum Hotel sind es noch mal 1,5 Stunden. Und wenn dann noch andere Hotels angefahren werden, hoffe ich nicht, dass wir irgendwie nach 3:30 ankommen. Ach, das wird so eine Reise, Leute. Naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ihr Lieben, wollte ich mich jetzt einmal wieder von euch verabschieden. Das ist jetzt der letzte Vlog, der jetzt vor der Reise kommt. Ich glaube, wir haben jetzt so 4-5 Tage. Da werden jetzt keine Vlogs kommen, weil ich nichts mehr zum Filmen hatte. Ich vlogge natürlich, wenn wir in der Türkei sind, damit ihr auch sehen könnt, wie das Hotel ist, dass es vielleicht auch was für euch ist. Weil, seien wir mal ehrlich, Türkei ist einfach sehr, sehr günstig, wenn man Familienurlaub machen möchte. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das Essen ist toll, es wird dir so viel an Essen geboten, es wird dir so viel an Animation geboten, Wasserrutschen, es wird dir wirklich der Arsch hinterhergepudert, das ist einfach so, man muss es halt beim Namen sagen, also nirgendwo anders kriegst du das für dieses Geld. Und deswegen, finde ich es auch ganz wichtig, dass ich euch zeige,
was wir für ein Hotel haben, was wir für ein Zimmer haben, was da alles geboten wird, damit ihr euch das auch anschauen könnt, ein Bild davon habt und das vielleicht auch dann bucht, wenn das was für euch ist. Ne? Und über Check24, wenn ihr euch da anmeldet, habt ihr dann auch immer die Gutscheine. Wir hatten jetzt 120 Euro Rabatt durch die Gutscheine. Genau, so sieht's aus, ihr Lieben. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für eure Treue und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder da bin. Ich bin ab dem, also am 22. Morgens fliegen wir. Entweder am 22. oder am 23. Juli kommen dann wieder neue Vlogs. Hab euch lieb! Macht's gut!